Hi, ich bin's, Tim. Sprache wird schon seit ewigen Zeiten immer wieder aus verschiedenen Richtungen kritisiert, denn sie ist alles andere als perfekt und Menschen hatten immer wieder etwas an ihr auszusetzen. Das betrifft zum Beispiel erstens die philosophische Epistemologie, die Sprache als unvollkommenes Instrument der Erkenntnis kritisiert. Zweitens die Soziologen, die Sprache kritisieren, weil sie soziale Ungleichheit festsetzt und reproduziert und die damit eine Gesellschaftskritik äußern. Und drittens die Sprachkritik als Sprachpflege, die sich um eine gewisse Reinheit und Verständlichkeit der Sprache bemüht. Auf zu neuen Taten sehen wir uns den Bereich der Sprachkritik mal genauer an. Wenn wir Dinge erkennen, tun wir das nicht nur über unsere Augen, Ohren und andere Sinne. Wir synthetisieren und assoziieren, kategorisieren und kommunizieren unsere Eindrücke über Sprache und werden dadurch erst befähigt, die Welt zu begreifen. Die Epistemologie, also die philosophische Lehre von der Erkenntnis, beschäftigt sich daher mit der sprachlichen Strukturiertheit unseres Denkens. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com